Hey, meine neugierigen Freunde, was hat die NASA in der Antarktis entdeckt? Derzeit geht dieses Thema weltweit durch die Medien und die sozialen Netzwerke. Messungen des Projekts Antarctic Impulsive Transient Antenna, kurz ANITA, enthüllten hochenergetische Teilchen namens Neutrinos, die sich schier unmöglich verhalten und keiner bekannten Physik zugeordnet werden können. Sie scheinen in der Zeit rückwärts zu wirken. Stammen diese Teilchen aus einem gespiegelten Paralleluniversum, in dem alles umgekehrt abläuft? Das wäre ja unglaublich. Alle Infos dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für das Weltall und Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Neutrinos sind neben Photonen die häufigsten Teilchen im Universum. Sie sind neutral geladen, hochenergetisch und galten lange Zeit als komplett masselos. Doch neuere Studien zeigten, dass sie eine extrem kleine Masse besitzen, was sie zu den leichtesten Teilchen im Universum macht. Es gibt unterschiedliche Energiestufen von Neutrinos. Energieschwächere Neutrinos haben die Eigenschaft, kaum mit Materie zu interagieren und deshalb nahezu alles zu durchdringen, ohne etwas zu bewirken. Das liegt an ihrem kleinen Wirkungsquerschnitt und ihrer mittleren freien Wellenlänge von etwa 1000 Lichtjahren. Kein Wunder also, dass sie alles durchdringen, wenn man sich vorstellt, dass selbst Röntgenstrahlen mit einer Wellenlänge von unter einem Nanometer das Gewebe unseres Körpers durchdringen können. Von den dichteren Teilen unseres Körpers, wie zum Beispiel den Knochen, werden die Röntgenstrahlen absorbiert und liefern so unter anderem ein Abbild unseres Skeletts. Bei 1000 Lichtjahren Wellenlänge müsste es also einen mindestens viele 1000 Lichtjahre großen festen Körper geben, um auch nur annähernd in den Bereich einer Absorption zu kommen. Deshalb sind niedrigenergetische Neutrinos sehr schwer nachweisbar. Je höher allerdings das Energielevel von Neutrinos ist, desto höher ist auch die Wechselwirkung mit Materie und desto leichter sind sie nachweisbar. Das von der NASA finanzierte Experiment ANITA wurde genau dafür ins Leben gerufen, um mit Hilfe von an Heliumballons aufgehängten Radioantennen ultrahochenergetische kosmische Neutrinos zu untersuchen. Das ist die energiereichste Form von Neutrinos, mit bis zu unglaublichen 10 hoch 15 Elektronenvolt. Sie erlangen ihre Energie durch extreme Beschleunigung, zum Beispiel durch Sternenexplosionen oder die Jets von aktiven galaktischen Kernen, wie Quasare oder Blazare. Diese hohe Energie vergrößert den Wirkungsquerschnitt der Neutrinos und verringert deren mittlere freie Wellenlänge. Deshalb können solche Neutrinos, die sehr viel seltener vorkommen als ihre niedrigenergetischen Verwandten, Materie nicht mehr ohne Wechselwirkung durchdringen. Wenn die ANITA-Apparatur in der Antarktis nun ultrahochenergetische kosmische Neutrinos misst, dann stammen diese mit Sicherheit von einer Quelle aus den Tiefen des Weltalls, aus einem Beschleuniger wie zum Beispiel einer Supernova. Und genau hier kommen wir zu der unglaublichen Entdeckung, die das ANITA-Experiment in der Antarktis hervorbrachte. Denn Forscher konnten ultrahochenergetische kosmische Neutrinos messen, die nicht vom Weltall auf die Erde strömten, sondern von der Erde aus ins Weltall aufstiegen. Und das ist praktisch unmöglich. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein ultrahochenergetisches kosmisches Neutrino die Erde von der anderen Seite aus durchdringt und über der Antarktis wieder austritt, geht gegen Null. Dass ein einzelnes ultrahochenergetisches Neutrino einen Weg durch die Erde findet, wäre in etwa so, als würde man zweimal hintereinander im Lotto gewinnen. Und das sogar noch potenziert mit der Anzahl der Neutrinos, die gemessen werden konnten. Denn die NASA hat nicht nur ein Neutrino gemessen. Man kann also guten Gewissens behaupten, dass es unmöglich ist. Die Forscher erklären, dass es wohl an der Zeit ist, hierfür eine neue Physik aufzustellen. Denn mit Hilfe der herkömmlichen Physik lässt sich dieses Phänomen nicht erklären. Einige Forscher warfen die unglaubliche Theorie in den Raum, dass es sich hierbei um Neutrinos aus einem gespiegelten Paralleluniversum handeln könnte, das zeitgleich mit unserem Urknall entstand und in dem alles umgekehrt abläuft. Links wäre rechts, oben wäre unten und die Zeit würde rückwärts laufen. Das würde auch erklären, warum die Neutrinos nicht aus dem Weltall kamen, sondern dem Weltall entgegenströmten. Sie verhalten sich der Zeit entgegen. Angefacht hat diese Diskussion ein vor kurzem veröffentlichter Artikel im Fachmagazin New Scientist.
Seitdem überschlagen sich die Medien geradezu. In Boulevardzeitschriften wird es nun so dargestellt, als hätte die NASA tatsächlich den Beweis für die Existenz eines Paralleluniversums gefunden. Doch ein Beweis ist das noch nicht. Natürlich ist die Theorie des Paralleluniversums eine Möglichkeit, die unmögliche Physik der Neutrinos zu erklären. Und es ist auch die spannendste, bei der wir uns wohl alle gerne wünschen würden, dass sie wahr ist. Bereits Stephen Hawking sagte einst, dass er die Existenz eines Paralleluniversums nicht ausschließen wolle. Aber es gibt auch andere Lösungsansätze, um die Neutrinos zu erklären. Für genauere Forschungen müssten allerdings verbesserte Neutrino-Detektoren her, sagen die Forscher. Sie betonen abschließend, entweder haben wir hier etwas ganz und gar Langweiliges gefunden, oder aber etwas Fantastisches, von dem wir nur zu träumen gewagt haben. Es ist beides möglich. Hoffen wir, dass zukünftige Untersuchungen weitere Details enthüllen und vielleicht können wir irgendwann tatsächlich die Existenz eines Paralleluniversums unumstritten beweisen. Ich danke euch fürs Zuhören. Kommentiert gerne fleißig in den Kommentaren und falls ihr euch weiter für die Multiversumstheorie interessiert, schaut gerne diese Doku. Danke auch an meine Patreons, ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.